So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist kurz nach dem italien-spanischen Duell und der Gegner der deutschen Mannschaft steht nun fest. Es ist Italien und die spielen nächsten Samstag gegeneinander. Aber kommen wir natürlich zur Börse. Hier interessiert natürlich hauptsächlich die Börse. Trotzdem war es ein, jedenfalls in der ersten Halbzeit, ein interessantes und unterhaltsames Spiel. So, da zum Gold gibt es dieses Jahr, dieses Mal nichts Neues. Silber hat hier die Bewegung, die Liderne hier zunächst erstmal angesetzt. Kann ja dann morgen und die nächsten Tage hier auch noch nach oben ausdehnen, aber sollte noch mal einen Test der 17-Dollar-Marke kann in Aussicht gestellt werden. Hier der Euro gegen japanischen Yen. Gab es zwar den Bruch, aber hier ist noch nicht das Kaufsignal ausgelöst. Das steht erstmal deutlich höher. Das wird aber vermutlich morgen dann angepasst. Jetzt kurz vor, ja, Handelsschluss, es ist 21:30 Uhr, wird nichts mehr Neues gekauft. Welches Setup US-Dollar, kanadische Dollar, wurde des Öfteren die letzte Woche auch angesprochen, teilweise gehandelt. Hier ist es wirklich sehr interessant, dass diese Marke genommen wird, auf Wochensicht, auch wie auf Tagessicht. Der DAX hat leider jetzt hier unter der wichtigen Unterstützungsmarke geschlossen. Ja, dadurch ging jetzt hier ein Trade in Continental nicht auf. Da lag das Kauflimit hier. Schlusskursbasis die 170. Ist deutlich durchbrochen worden, denn die US-Märkte sind weiter unter Druck. Der Nasdaq und auch der S&P 500 Index besonders. Kommen wir nochmal zurück zum DAX Xetra. Wie gesagt, hier auf Schlusskursbasis. Das ist jetzt erstmal aber auf Tagesbasis passiert, auf Wochenbasis. Kann hier eben noch, das ist ja auch der Wochenchart gewesen, den ich heute Morgen analysiert habe, kann sich natürlich das Bild noch ein bisschen drehen. Wie geschrieben, gibt es hier erst Verkaufssignale unterhalb von 8.800 Punkten oder Kaufsignale handfeste unter über 10.400 Punkten. Soweit, so gut. Also die mittelfristigen Investoren. Da gibt es keinen Handlungsbedarf. Schauen wir, was Tesla macht. Hervorragend. Diesmal hat hier die Unterstützung gehalten, die ausgemachte. Gab es ja auch hier schon den Pfeil. Wenn die Marke bricht, trifft hier unten auf eine schöne Unterstützungszone. Beiersdorf ist auch ein interessantes Setup. Die CANCOM, da ist man ins. Da gab es auch eine Unterstützungszone, hat sich hier gerettet, auf Schlusskursbasis jedenfalls über den Stopp. Heute jetzt nicht mehr, heute kamen die Verkäufe, größere Folge, Verkäufe fanden statt. Die ProSieben AG, ja, hier ist der EMA 200 im Wochenchart interessant. Die Deutsche Post, da wurde ja direkt auf weitere Verkäufe gesetzt. Das passt soweit. Und ja, wie gesagt, die Continental ist ausgestoppt worden. Kommen wir noch zum Gold. Ach, nicht zum Gold, zum Rohöl, das schwarze Gold. Hier liegt es, wird es knapp, steht auf Kippe. Schlusskurs wurde noch nicht ausgelöst. Genauso wie hier wurde auch auf Brent wurde gar nicht ausgelöst, auch nicht Intraday die Stop-Sell-Marke. Also sollte man das engmaschig verfolgen, gleichzeitig WTI und Brent. Zum Hang Seng, da läuft kein Setup mehr. Verkäufe wurden hier an der Kerze, bevor der Freitag Handel stattfand, aufgelöst, die Position. Und beim Nikkei gab es nur ein Szenario, was komplett hundertprozentig aufging.
Das war's erstmal. Es wird noch spannend bleiben, ob in Amerika ein kleines Reversal noch die Märkte an den Tag legen können. Augenblicklich sieht's gerade so aus. 20, 30 Punkte während des Videos konnte der Dow Jones zulegen. Wie gesagt, mal schauen, was sich da noch ergibt. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.